Was ist die Folge, wenn man häufiger, aber dafür kleinere Mengen einkauft? Fragezeichen. Nun, diese kleineren Mengen hier, die führen zu geringeren Kapitalkosten. Ja, warum? Die Kapitalbindung ist geringer. Dann geringere Lagerkosten. Aber höhere Transport. Warum? Mehrere Lieferungen, ja, statt zum Beispiel einer. Und Bestellkosten. Warum? Man muss auch mehrfach bestellen, öfter als wenn man größere Mengen einkauft. Und dann haben wir noch, wenn man so will, das sind ja alles Kosten, Kosten, Kosten hier, ne? Sie sehen das, ne? Überall Kosten. Und dann gibt es noch sozusagen qualitative Aspekte, nämlich Lagerbestand kann kaum veralten. Ja, dass wir also einen veralteten Lagerbestand haben, da haben wir eine geringe Gefahr, kann man sagen. Und noch ein Kostenaspekt, nämlich keine großen Preisvorteile. Ja, Sie wissen, wie das ist, wenn man direkt 100 Paletten kauft, dann kriegt man einen anderen Preis, als wenn man 10, 10, 10, 10 kauft, so wie das ja hier Gegenstand dieser Frage ist. Also, wir sehen auch hier wieder sozusagen letztlich einen Kostenaspekt. Das hier, Lagerbestand kann kaum veralten, ist ein, na, soll ein Q sein, qualitativer, ein Quali-Q, qualitativer Aspekt. Das andere, das hier, das hier, das hier sind alles quantitative Aspekte. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.